Hallo und herzlich willkommen zurück zu Atomic Heart und dem Beagle. Erstmal bequemer hinsetzen. Ich bin jetzt gespannt, ob das funktioniert, was ich euch letzte Folge gesagt hatte, weil ich habe ja eigentlich alle Bubbles da zerstört. Ich traue dem Spiel aber alles zu. Sieht aber im Moment gut aus, oder? Nein, es sieht nicht gut aus. Wo? Wo? Wo kommt ihr her? Oh nein. Wo kommen sie denn her? Bitte geht mir nicht in den Ventilator rein, bitte. Greift mich an. Macht ruhig, aber nicht in den Ventilator, bitte. Nein, 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 nein. Oh, greift mich liebend gerne an, ihr Mücken. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Alles gut. Alles gut. Es ist nicht rot. Es ist nicht rot. Wo denn? Leute, wo? Ich hör's. Aber irgendwo hier muss es ja sein. Au. Aber greift ruhig mich an. Geht nicht in den Ventilator rein, bitte. Wie lange brauchen die von da hinten? Sag mal, von wo, Leute? Ich meine, es läuft besser als... Weit ist das eklig. Ich will ja nichts sagen, aber... Danke. Ach was. Endlich. Wow. So, lieber ich als die Ventilatoren, weil nochmal hätte ich das nicht machen wollen, wenn ich ehrlich bin. Alter! Jetzt wird's aber hier ganz frech, ne? So. Ich habe zwar alles zerstört, aber es hat ihn nicht interessiert. Er hat mir trotzdem Gegner gegeben. Das ist okay. Okay. Ich wollte gerade sagen, was tust du, Junge? Nichts wäre aus hier. Oh ja, liebend gerne. Ich habe übrigens da ihr immer noch eine Ton auf. Verdammten Kanistern. Die schiebt ihr immer wieder gerne irgendwo rein. Nun, das ist Tradition. Tja, vielleicht solltet ihr mal eure Traditionen überdenken. Wenn ich auch nur noch einen Kanister sehe. Was dann? Drehst du dann durch, schießt du dir den Kopf und das Spiel ist beendet? Speichere Daten. Was? Könnte ich sowas wirklich denken? Nein. Darf ich bitte... Maschine. Warum können ich... Gefällt es dir hier, Süßer? Ich finde diese Anlage so bedrückend. Das ist sie auf jeden Fall. Warum? Gibt es hier einen fröhlicheren Ort? Aber natürlich, schöner Mann. Überall da, wo ich ekelhafte, geile Widerlinge fesseln kann. Ach, in deinem Kopf ist gehörig was durcheinander. Bei den Leuten, denen Ranken aus dem Kopf wachsen, ist gehörig was durcheinander, Süßer. Nicht bei mir. Dir gefällt es hier also nicht, weil nicht genug Leute da sind? Es sind nie genug. Mir ist so langweilig. Du bist eine willkommene Abwechslung, schöner Mann. Komm hart und oft. Ach du Scheiße. Leute, nein, ich finde es immer noch nicht lustig. Ich finde es immer noch überhaupt nicht lustig. Na egal. So, was haben wir denn jetzt? Lager. Ich habe 40 Schuss mit der kleinen Pistole. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Warte mal, kann ich dann vielleicht die... Lager. Nee, Lager. Die hier. Kann ich die mitnehmen? Natürlich nicht. Na gut. Dann kann ich die halt nicht mitnehmen. Spielen wir jetzt mal kurz Klasse ab. Klasse Wawilow. Die Studenten haben eine neue Freizeitbeschäftigung. Sie spielen auf den Beeten Tic-Tac-Toe. Einer pflanzt Mais, der andere Tomaten. Immer abwechselnd.
Ich wollte sie erst dafür zusammenstauchen. Doch dann habe ich erkannt, dass es eigentlich ein recht nettes Spiel ist. Es ist wie ein völlig neues Schachspiel. Wie wär's, wenn wir einen Agrarspieleclub gründen? Ein Agrarspieleclub? Why not, ne? Why not? Wie komme ich da rein zu... Oh, Muku. Wow. Ich gab fast auf. Ich sah als einer der ersten die Fotos damals. Das sieht aber nicht aus, als könnte ich da runter. Gibt's hier irgendwo? Na gut, wenn ich dann tot bin, dann bin ich jetzt tot. Ich sag's doch, wenn man so zielt mit, ne? Dann geht's. Ich habe das Gefühl, dass es ein minimaler Gamechanger für mich ist. Minimal. Pollene Klötens. Er weiß nicht, was er tut. Leute, ich habe immer das Gefühl, ich bin gar nicht so schlecht im Zielen, ja? Auch in Resident Evil oder so habe ich nicht das Gefühl, dass meine Quote besonders schlecht in dem Sinne ist. Ich glaube, dass ich nur dazu neige, hektisch zu werden. Und das ist bei Controller halt immer echt ein bisschen schlecht. Alter, ich hatte gerade noch 40 Schuss. Wo sind die hin? Okay. Habe ich jetzt alles für ein bisschen Loot gemacht? Ah, was ist das denn für einer? Aua. Au. Au, was? Was? Walder, was hältst du denn aus? Das war jetzt echt ein bisschen bitter. Ich hätte die Schrot benutzen sollen. Oh, ich bin verletzt. Ich bin ja auch verletzt. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Das Spiel hasst mich, ehrlich. Dieses Teil. Ich hasse das Teil. Oh Gott, nein. War beim ersten Mal. It's new for me. Ich gehe erst hier hin. Ich höre alles, was du hörst, Major. Also. Was meinst du? Schöne Scheiße. Ruhe, verdammt. Da vorne lauert irgendwas Gefährliches. Und außerdem ist das mein Spruch. Richtig. Aber wir brauchen immer noch den Behälter mit Pestizidpolymer. Aha. Wow. Was war das denn jetzt? Ach so, das war der Untertitel. Okay. Erst bevor ich irgendwas mache, gehe ich hier hin. Man will mich nirgendwo reinlassen. Wie unfair. Okay. Nein, da darf ich nicht rein. Na gut, wenn ihr wollt, dass ich nicht da reingehe, gehe ich auch nicht da rein. Weil ich mich jetzt verlaufe und nicht mehr zurückfinde, obwohl ich einen Marker habe. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Gehe ich wieder zurück. Auch wenn ich nicht scharf drauf bin, rauszufinden, was da solchen Lärm macht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht bereit dafür. Ah! Voll Idiot! Bist du irre? Soll das ein Witz sein? Psst. Du könntest ihn jederzeit aufwecken.
Wenn die Pestizide in 2 Stunden einen kritischen Tiefstand erreichen, wacht er auf. Verstehst du? Ich brauche einen Behälter Pestizidpolymer. Da ist ein Behälter. Genau da drin. Such nach einem PA-400-Polymerbehälter. Wir jagen den Scheißkerl in die Luft. Dann kannst du den nehmen, was du willst, okay? Na schön, wir machen es auf deine Art. Aber wird der Behälter dabei nicht zerstört? Scheiße! Die Pumpe! Der Schierling muss ständig besprüht werden! Kaum mehr PA-400! Du musst den Polymerbehälter auftreiben! Jetzt sofort! Ja, klar, ein Behälter. Sag mir wenigstens, wie er aussieht. Eine Art gelber Zylinder! Eine Art gelber Zylinder. Sonst sind wir am Arsch. Okay. Wo finde ich diesen gelben Zylinder? Das ist ein Polymerbehälter, Major. Die sind immer gelb. Der dürfte nicht so schwer zu finden sein. Nein. Ah. Uiuiuiuiui. Da habe ich jetzt aber viel Loot gekriegt. Ich hoffe, der Typ da... was? Oh Gott, was ist das für eine seltsame Treppe? Ah. Hey? Eigentlich müsste das ja ausreichen, um die Ruhe zu haben, aber nein. Ich stelle keine Fragen, es würde mich nur verwirren. Wo denn? Hier ist ziemlich dunkel, wenn ich ehrlich bin. Erstaunlich dunkel. Komm mal her. Komm noch mehr hier hin. Das ist der gelbe Behälter, den wir suchen? Willst du mich verarschen? Da müsste irgendwo noch ein kleinerer sein. Ja, das will ich hoffen. Hier ist sonst nichts. Na schön, nehmen wir eben den ganzen Scheiß-Tank mit. Der sollte wohl reichen. Sollte er wohl. Ich nehme ihn wie genau mit? Kannst du mir das sagen? Ich frag ja nur. Hätte ja sein können, dass du mir sagen kannst, wie ich ihn mitnehme. Aber es hat wohl seine Gründe, dass ich hier hochgehen kann. Probieren wir das mal. Wenn er denn hochgehen möchte. Ne, das hat nichts damit zu tun. Ha. Okay. Bewege den... Wie denn? Und keiner verrät mir irgendwas. Keiner verrät mir was. Tja, ich hoffe, dann der Typ ist nicht davon abhängig, dass ich sein Leben rette. Ach, da oben. Schaut's euch an, da oben. Da komme ich dann aber wie genau hin? Aha, indem ich erstmal die Treppe da komplett hochgehe. Okay. Von mir aus. Und dann, indem ich hoffentlich schnell genug... Ich war schnell genug und war dann nochmal zu schnell. In Ordnung, es funktioniert aber. Pestizidanzeige gesunken. Jetzt bei 10%. Hey Charles, das ist doch scheiße, oder? Sobald der Schierling nicht mehr mit Dünger besprüht wird, wird er aufwachen. Und er wird alles hier zerquetschen, einschließlich uns. Okay. Telekinese, wofür? Und was genau bringt mir das? Kann mir irgendjemand sagen, was mir das bringt?
Ah, aha. Huh. Dran vorbeigesprungen. Cool. Oh, ich liebe es, in der First Person Springsachen zu machen. Fand ich schon Tokyo Ghost, war ja so richtig geil. Hm. So, jetzt muss ich nur die... Das ist doch die falsche Richtung. Okay, aber... Niemand erklärt mir... Was denn? Oh Gott! Was ist das für ein Scheiß? Ehrlich, es ist einfach nur Bullshit. Wie immer. Alles hier drin ist Bullshit. Nein, das scheint nicht zu funktionieren. Da hinten hin. Okay, nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wie soll ich denn da hinten hinkommen? Wenn ich jetzt unter Zeitdruck stehe, dann ist das schlecht, ne? Komme ich irgendwie da runter? Also da hoch und dann von da aus? Das tue ich, glaube ich, wirklich. Hm, warte mal. Leute, ich muss sagen, ich finde es unglaublich uncool, dass ich hier so Springscheiße machen muss. Aber hey... So, das hat doch schon mal funktioniert. Will ich wissen, was da hinten ist? Nein, ist okay. Ah! Ich kann keine Abkürzung nehmen. Ich muss da hoch und dann, ja, muss ich, ja, natürlich muss ich alles jetzt nochmal neu machen. La. Voll geil. Lass dein Leben bloß nicht davon abhängen, ehrlich. Ist okay. Nein! Wie gut, dass wir nur noch eine Minute haben, weil ich habe jetzt keinen Bock mehr. Weil wenn das ein Bug ist und ich muss mit den Dingern auch noch arbeiten, das ist doch lächerlich, ehrlich. Es ist lächerlich, Leute. Es ist eine Farce, Leute. Wie soll ich ein Spiel spielen, das so verbuggt ist? Nicht mal das Callisto-Protokoll war bei mir so verbuggt wie diese Scheiße hier. Oh. Lass mich raten. Ich darf dann auch gleich alles nochmal neu machen, weil ich es so geil finde, alles immer doppelt und dreifach machen zu müssen. Ich bin für heute durch. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.